der Femmokchigi eingesetzt werden kann. Der Femmokchigi ist ein Fußfeger, der von innen, von außen oder von hinten angewendet werden kann. Von innen ist es ein guter Eingang für andere Würfe. Wenn man also mit dem Gegner gegenübersteht, in Kampfstellung, dann kann man ihn so anwenden, dass er zur Seite gefegt wird, dass das Bein vom Gegner sich sozusagen öffnet. Und dann kann man zum Beispiel Anakuri, also Innensichel, anwenden. In dieser Form. Wenn man von außen den Femmokchigi macht, dann kann man ihn von hier anwenden. Mit Handeinsatz. Oder wenn man in einer Position ist, wo man so seitlich hinter dem Gegner steht, so auf drei Viertel ungefähr, dann als Dwitfemmokchigi von hinten an die Ferse. Also auch wieder mit Handeinsatz, so nach vorne zu verlängern. Also ein sehr praktischer Tritt für viele Situationen im Wettkampf oder eventuell auch in der Selbstverteidigung. Als Partnerübung in der Danjuk Megigi, also die erste Partnerübung, ist das auch die erste Technik und die geht folgendermaßen. Salut, ne, sakra, ha, 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 ik, 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 la, ikka, ikka, ik, 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 ka. Ecke. Nochmal langsam. 1, 2, 3, 1. Jetzt gleichzeitig mit dem Gegner das Bein absetzen. Und dann kommt der Femmokchigi auf die Innenseite. Bitte mit der Sohle treten, ansonsten tut das zu sehr weh. Zack, mit der Sohle. Und wieder rechts. Nochmal. Ja, Luca. 1, 2, und ich, ich, ich. Ha! Viel Spaß beim Üben!